man kann auch schieben. Das am frühen Morgen nach dem Frühstück. Oh, oh. Also nochmal heute zum heutigen Tag. Wir haben gerade beide festgestellt, du riechst keine Blumen, du riechst kein Heu, du riechst keine Linde, irgendwas Schönes. Eigentlich riechst du nur Gülle. Es riecht dir nur, egal wo du langfährst, Gülle. Es kam auch schon wieder so ein Gülle-Traktor entgegen, der das aufs Feld spritzt. Wir haben eben eine kleine Pause gemacht. Da kam ein netter älterer Herr zu uns und hat gesagt, wo wir hin wollen. Und dann haben wir gesagt, wir wissen nicht genau, Dirlewang, ob wir noch nach Mindelheim, aber heute soll das Wetter ja heute Nachmittag ein bisschen doll regnen. Und er hat uns jetzt eine schöne Abkürzung gesagt durch den Wald. Nicht so viel Steigung. Schön, man muss nur die richtigen Leute treffen. So, das machen wir jetzt. Er sagt, hier vorne bei der Hütte sollen wir links abbiegen. Und dann passt das. Ein netter, netter älterer Herr. Das ist ein schöner Weg, abseits der Straße, abseits vom Verkehr. Das ist schön, das gefällt mir. Uns gefällt das. Vorsicht! Ja, da hinten kann man, glaube ich, noch so ein bisschen die Alpen sehen. Na ja, wir schauen mal. Heute fahren wir noch nach. Wo fahren wir heute hin? Nach? Baal. Nach Baal. Ja, so sieht's aus. Aber jetzt hat es erstmal ein bisschen aufgehört. Wir gucken mal, ne? Alles halb so schlimm, wie es angesagt. Ja, okay. Und dann essen wir da schön. Und trinken Bier. Und gehen dann schlafen. Und wir kommen trocken an. Morgen wird es wieder schön warm. Ja. So, jetzt sind wir im Deutschen Haus angekommen. Wir haben heute in Waal übernachtet, im Deutschen Haus. Es war ein schönes, großes Zimmer, war wirklich, wirklich sehr gut. Abgeschlossener Fahrradraum, ruhig gelegen, jetzt gerade im Moment natürlich nicht, aber ruhig gelegen. Mit so einem kleinen Biergarten. Der neue Besitzer fängt gerade erst damit an, aber alles schön gemacht. Ja, nun ist er dabei, die Fahrräder wieder fertig zu machen. Und heute geht es nach oder in Richtung Augsburg. Da kommt der Chef raus. Hallo. Hallo. Wir haben wieder fantastisches Wetter. Wir fahren jetzt Richtung Landsberg. Erstmal Richtung Landsberg. Landsberg verlassen und fahren jetzt am Lech entlang nach Augsburg. Ja, jetzt ist es schön, hier ist es richtig herrlich. Das gefällt mir, das war's für uns. Das macht so viel Spaß heute. Am
Lech hier lang zu fahren. Ach, das ist schön. Eigentlich kennen wir das ja schon, wir waren 2018. 18? Nee, stimmt nicht, 17. Wir waren schon mal hier. Aber das. Wir haben so viele schöne Erinnerungen daran. Heute solchen Spaß. Alle Wolken haben gleiche Größe, gleichen Abstand zueinander. Wenn die irgendwo drauf liegen, ne? Ja. Sind sie so flach? Ja. Heute ist ein schöner Tag. Das macht Spaß. Das macht richtig viel Spaß. Habe ich schon mal gesagt. Oh, die Glocke, wie die Glocke hängt hier. Wir fahren jetzt am Lochbach entlang. Wir haben 2017 auch schon, haben uns schon gewundert, weil er fließt zwar schnell, aber man hört ihn nicht. Das ist für uns auch ein sehr schöner Weg. Auch wenn das geschottert ist, aber ich finde es sich super, super fahren. So, wir sind heute jetzt in Kissing. Nee, heißt das Kissing? Ja. Kissing losgefahren und haben übernachtet im Landgasthof. Ich weiß nicht mehr genau, Kissing, glaube ich, hieß der. Ja, das war. Ja, ich weiß nicht. Eigentlich war das nichts. Da war eine Veranstaltung und die haben, ja, und der Rauchplatz, der war genau unter unserem Balkon und dann hat es lange gedauert, bis die dann endlich irgendwann mal alle aufgehört haben zu feiern und dann haben wir anderthalb Stunden aufs Essen gewartet. Ja, und dann war, hat er sich zwar so ein bisschen entschuldigt, aber zum Anfang war er so ein bisschen angesäuert, weil die war völlig überlastet da. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt empfehlen kann, aber eigentlich eher nicht. Preis 70 Euro Doppelzimmer. Frühstück war auch dürftig eigentlich, ne? Ja. Das war auch nicht der Rede wert. Naja, jedenfalls gibt es von mir, von uns, dafür keine Empfehlung. So, heute fahren wir nach Rhein, R-A-I-N. Das ist unter Donauwörth. Jetzt fahren wir erstmal zum Hochablass. Und dann entscheiden wir noch, ob wir wieder einmal nach Augsburg oder nochmal nach Augsburg reinfahren, da waren wir gestern schon. Da war es voll, heute ist Sonntag, mal gucken. Wir sind immer noch am Lech und fahren auf dem Mitteldamm zwischen Lechkanal und Lech. Wir suchen eigentlich irgendwo eine Stelle, wo wir runterkommen, um das mal abzukühlen. Aber im Moment ist das schlecht. Mal schauen. Wir hatten gerade einen schönen Pausenplatz am Lech. Das hat Spaß gemacht. Baden, im Schatten sitzen, ein bisschen was essen, ein bisschen Augen zu. Na gut.
Tierhaupten. Ah, das ist ja schön. Biergarten, ach so was Schönes aber auch hier. Hier ist auch Blaskapelle da hinten. Schön. Gerufen, ne? Jetzt noch Blasmusik da von der Blaskapelle. Das wäre dann. Ja. Mit Blasmusik heute. Schön. Wir waren beide gerade im Klosterhof Tierhaupten. Genau. Genau. Da haben wir ein schönes Weizenbier. Das war richtig. Und heute Abend geht da richtig die Post ab. Was war das für ein? Das ist ein Verein. Ja, Musik. Ein Musikverein, genau. Cool. War Spaß. Wir haben jetzt noch circa 2 Kilometer. Da sind wir in Rhein am Lech. Da ist unsere heutige Übernachtung. Heute war es wieder sehr warm. 30 Grad. Als wir am Lech noch unterwegs waren, war es schön kühl. Wir waren baden, das war richtig perfekt. Aber dann sind wir abgebogen, weil da stand was mit Eichenprozessionsspinner und so weiter. Und da haben wir uns dann nicht getraut, weiterzufahren, weil ich hatte das schon mal. 14 Tage lang pusteln und jucken und kratzen und naja, jedenfalls neigt sich jetzt der heutige Tag dem Ende. Ja, das ist ein ganz bisschen Schatten noch. So, jetzt müssen wir uns noch irgendwie 2 Bier besorgen von der Tankstelle. Heute ist Sonntag. Und dann gehen wir indisch essen. Wir haben heute Nacht im Gasthof Metzgerei Born übernachtet. Das war sehr schön. Und jetzt zeige ich euch mal das Frühstücksbuffet. Das war wirklich also fantastisch. Richtig schöner Gasthof. Wir haben sogar einen Sonderpreis gekriegt, weil wir mit dem Fahrrad unterwegs sind. Also sehr schön hier. Also wo haben wir heute übernachtet? Wie haben wir geschlafen? Wir haben wunderbar geschlafen und wir hatten ein ganz tolles Frühstücksbuffet. Da gab es nichts, was es nicht gab. Also so ein schönes Frühstück hatten wir auf der ganzen Reise noch nicht. Das nee. War wirklich empfehlenswert. Ja, Gasthof Born in Rhein. Und wir haben gerade in, glaube ich, bei Marxheim die Donau überquert. Wir fahren jetzt an der Donau entlang. Donau entlang. Nochmal heute Morgen zum Frühstück. Eigentlich nennt mich ja meine Frau, sagt immer mein Hase. Aber nochmal 3 Wochen bayerische Küche, dann kann sie mich Nilpferd nennen. Es schmeckt ja alles, aber es ist für die Leibesfülle. Und jetzt bitte nicht sagen, man kann sich auch zusammenreißen, die kann man in Bayern nicht, geht nicht. Und ich habe noch keine Hackse gegessen. Ja, oder vorne ran oder irgendwie. Wir fahren jetzt Richtung Altmühltal nach Dollenstein und ich habe hinten auf dem Gepäckträger ein Stück Melone, eine richtig schöne kalte Melone. Jetzt suchen wir uns eine schöne schattige Bank
Oh, guck mal, da vorne ist ein Baum und da unten sieht es aus, als wenn da eine Bank ist. Das passt ja. Ja. Und dann werden wir die schöne kalte Melone essen. Ja. Bis nach Dollenstein, ich weiß gar nicht, wie dieser Weg heißt. Ich glaube, das ist sogar ein ausgebauter Bahndamm oder so. Mal gucken. Ja, so sieht's aus. Wir haben alles abgeerntet. Mit Herbst. Ja, war nicht mal Juli. Ja. Und ich habe mir mal den Spaß gemacht, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, und habe mal, wie viele Kilometer sind wir jetzt gefahren? 700, 600? Ich weiß gar nicht, so ungefähr. 600 und. Und ich habe in Bayern auf unserer Rundreise, die wir jetzt auf diesen 600 Kilometern, 35 Windräder gezählt. So, da kann man ja mal drüber nachdenken. So stehen wir uns zu Hause auf einem Haufen. Da brauche ich keine 600 Kilometer fahren. Oh ja, das ist perfekt. Eine Melonenbank. Ist das nicht ein schöner Platz? Der ist ja wie, also ich weiß nicht, wie für uns gemacht, ne? So, jetzt gibt es erstmal richtig schöne, kühle Melonen. Das ist das allerbeste, was man bei diesem Wetter machen kann. Das ist aber gut. Ganz süß.